Mut, Mut, noch lebe ich. Eine gekürzte Lesung des gleichnamigen Buches von Johanna Mertins und Winfried R. Garscher. Erschienen 2013 im Mandelbaum Verlag. Sowie Tagebuchauszügen aus Margarete Schütte-Lihotzkys Erinnerungen aus dem Widerstand. Erschienen 2014 im Promedia Verlag. Zwei Frauen, die ein gemeinsames Schicksal verbindet. Elfriede Hartmann, gelesen von Clara Rensing, und Margarete Schütte-Lihotzky, gelesen von Johanna Mertins, kämpften gegen den Nationalsozialismus, wurden in Wien von der Gestapo verhaftet und inhaftiert. Sie sollten sich nie kennenlernen, doch ihre Tagebuchaufzeichnungen und ihre Briefe aus der Gefangenschaft zeugen von ihrem gemeinsamen Kampf. Margarete Schütte-Lihotzky starb im Alter von 103 Jahren als weltweit anerkannte Architektin in Wien. Elfriede Hartmann wurde von den Nationalsozialisten ermordet. Teil 5. Das weitaus Überragende war die unstillbare Sehnsucht nach Freiheit, nach Liebe und Zärtlichkeit, nach Freundschaft und Wärme. Gedanken an Menschen, die man liebt, im Geiste Gespräche über alles, was einem wichtig erscheint, dem Wunsch nach sinnvoller Arbeit, leidenschaftliche Teilnahme am Verlauf des Krieges und Tag für Tag warten auf sein Ende. Das Leben war erfüllt von den Beziehungen zu den Leidensgenossinnen drinnen, der Sehnsucht nach draußen und dem brennenden Wunsch, den Tag der Freiheit noch zu erleben. 18.07.1943. Meine Lieben, ich bin seit gestern ein anderer Mensch. Das heißt, wieder ein Mensch. Dass bei Rudi eine Wiederaufnahme gemacht werden kann, habe ich nicht zu hoffen gewagt. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr gehabt. Dass das Gnadengesuch abgelehnt wird, habe ich erwartet. Viele von meinen Kameraden sind schon hingerichtet. Die Wiederaufnahme ist das Einzige, was Rudi noch retten kann. Ich habe Dr. Mattausch gesagt, dass mir Dr. Führer schon oft als sehr tüchtiger Anwalt genannt wurde. Mattausch hat gesagt, er hätte sowieso Dr. Führer vorgeschlagen. In Wien hatte meines Wissens nur ein Anwalt Einblick in die Gestapo-Akten. Dr. Erich Führer. Sicher waren alle bei den Prozessen zugelassenen Anwälte verlässliche NS-Leute. Dr. Führer aber auch noch Mitglied des Sicherheitsdienstes. Anwälte gab es bei diesen Prozessen aus Formgründen. Im Wesentlichen wurde in Berlin entschieden. Die Anwälte hielten durch die Bank schöne Reden vor Gericht und wussten selbst am besten, dass sie gar keinen Einfluss hatten. Ihre Auftritte gehörten zur Inszenierung des Prozesstheaters. Dr. Führer wird allerdings sehr teuer sein. Aber da müsst ihr Rudis Eltern unter die Arme greifen. Es ist ja mein ganzes Leben, das auf dem Spiel steht. Ich werde nicht zusammenbrechen, wenn ich erfahren sollte, dass das Wiederaufnahmegesuch abgelehnt ist. Und ich möchte nicht, dass ihr mir das auch nur einen einzigen Tag verheimlicht. Wenn das Wiederaufnahmeverfahren gelänge, werde ich auch um mein Leben kämpfen, wie ein Löwe. Aber wenn es abgelehnt wird, dann lasse ich alles laufen, wie es läuft. Im Wiener Landesgericht gab es manchmal bis zu 70 Hinrichtungen an einem Tag. Schon eine Spende von 2 Mark für die Rote Hilfe galt als Hochverrat. Selbst nicht erwiesene Taten konnten durch Annahme unter den Hochverratsparagraphen fallen. 18.07.1943. Ist die Wiederaufnahme schon eingereicht? Schreibt mir Samstag im Xibel darüber. Du, Gerda, deine ehemalige Zellengenossin heißt Pepperl Dachsböck. Kannst du dich noch an sie erinnern? Sie sagt, wir schauen uns ähnlich. Das ist eine schöne Beleidigung für dich, oder? Hingerichtet wurden unter vielen anderen Engler, Steffi. Sie war durch organisierte Provinzarbeit schwer belastet und wurde sehr hart bestraft. Sie saß, wie alle Schweren, im 4. Stock in der Schiffamtsgasse in Einzelhaft. Zur selben Zeit wie ich. Sie wurde zum Tode verurteilt und im Jänner 1943 hingerichtet. Fischer, Maria.
verhaftet im April 1941, Mutter eines Kindes. Hingerichtet am 30. März 1943, unabhängig von ihrem Mann, der zu einem früheren Zeitpunkt ebenfalls durch das Fallbeil starb. 21.07.1943. Bitte schreib mir Rudis Zellennummer und wie die Sache mit dem Gesuch steht. Viele, viele herzliche Bussi, eure Friedel. Mickey Maus. Der wirkliche Name ist mir entfallen. Wir nannten sie Mickey Maus. Sie war klein, dunkelhaarig und hatte ein spitzes Mausgesicht. Sie wurde zum Tode verurteilt und im Landesgericht hingerichtet. 25.07.1943. Meine Lieben, alle bekommen jede Woche ihre Post, wenn es auch nur ein paar liebe Grüße sind. Und ich, in der Lage, wo ich von Tag zu Tag nicht weiß, ob mein Rudi noch lebt, bekomme keine wöchentliche Nachricht? Nun, ich bin eben nur ein Häftling und alles, was man mit mir macht, muss mir eben recht sein. Ihr habt mir nicht einmal geschrieben, ob Dr. Führer die Sache übernommen hat. Dass Rudi heute zum Tod verurteilt ist, ist einzig und allein meine Schuld. Im Übrigen, wenn Dr. Mattausch nächstens zu mir kommt, soll er trachten, allein mit mir zu sprechen. Nicht wie letztes Mal neben der Aufseherin. Ich rechne nicht vor Oktober mit der Verhandlung. Meine Lieben, die Wiederaufnahme muss gelingen. Muss! Die Todeszellen lagen so nahe, dass wir spätabends, sobald Stille herrschte, durch die Fenster mit den Todeskandidatinnen sprechen konnten. Ein- oder zweimal in der Woche erfolgte das Schreckliche bis zu 70 Mal an einem Tag. Und niemand ahnte, dass hinter den dicken Mauern Menschen hingerichtet wurden, die für die Freiheit ihres Landes ihr Leben hingaben. 4.8.1943. Liebe Mutter Marshall, ich mache mir ja solche Vorwürfe, dass ich durch meine Blödheit Rudi so weit gebracht habe. Heute könnte ich mir den Kopf abreißen, dass ich mir die Adressen von Rudi genommen habe. Das ist die Wahrheit. Und Rudi hat den Wahnsinn begangen, das auf sich zu nehmen. Bitte, sag also dem Anwalt wörtlich Folgendes. Erstens, meine Aussage vom 17.03. steht natürlich fest. Zweitens, Beweise für die Richtigkeit. Nachdem Rudi im Dezember 41 wieder nach Norwegen fuhr, hast du, Mama, mir ungefähr 14 Tage später ein Adressbüchel gezeigt und hast gesagt, dass Rudi anscheinend dieses vergessen habe. Ich habe das Adressbüchel an mich genommen und dir gesagt, dass ich es ihm schicken werde. Das ist das Adressbüchel, aus dem ich mir die Adressen geschrieben habe. Rudi hat, obwohl du ihn wiederholt ermahnt hast, dass die Halbjüdin doch kein Mädel für ihn sei, nicht von mir lassen können. Er war mir vollkommen sexuell hörig. Jetzt aber, durch die Dauer seiner Haft, ist es ihm gelungen, sich von mir loszureißen, da er erkannt hat, wie schlecht mein jüdischer Einfluss war. Auf diese sexuelle Hörigkeit müsst ihr besonders Wert legen. Auf dieser Basis ist bereits in einem viel, viel schwereren Fall eine Wiederaufnahme erreicht worden. Liebe Mutter Marshall, du weißt bestimmt, dass meine Leute mir keine Kassiba schicken. Ich möchte aber unbedingt immer wissen, was mit Rudi ist. Rudi ist für mich alles, was ich habe. Ich kann nicht denken, wie ich ohne ihn leben könnte. Von Rudi habe ich noch nie Post bekommen. Aber er soll mir auch weiterhin nicht schreiben. Ist besser. Sie hörten Mut, Mut, noch lebe ich. Elfriede Hartmann, Clara Remsing, Margarete Schütte-Lihotzky, Johanna Mertins, Gestapo-Berichte, Maximilian Vogel.